So, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed. Wie im letzten Part erwähnt, gehen wir jetzt dem verschollenen Jedi auf eine auf die Mütze. So, da ist er. Dunkler Lord! Was ihr auch wollt, hier findet ihr es nicht! Ihr könnt euch nicht vor mir verbergen, Jedi. So, das ist natürlich der erste Bossfight, der ist natürlich nicht gerade sehr schwer. So, was ihr machen könnt, um ihn ganz einfach zu besiegen, einfach immer wieder mit dem Machtangriff umwerfen. Weil das kann er aus irgendeinem Grund nicht blocken. So, jetzt ist eine Lichtschwertparade, da müsst ihr jetzt dann immer Viereck drücken, um diese Parade zu gewinnen. Was natürlich dazu führt, dass es dem Gegner mehr wehtut als einem selbst. So. Wie ihr seht, ganz einfach. Wenn er diesen Angriff macht, müsst ihr abhauen, weil er schmeißt jetzt gleich einen TIE Fighter rein. Genau natürlich so sollte man nicht ausweichen, indem man natürlich schon reinspringt. Immer schon mit bestem Beispiel voran. Schmeißt ihr den TIE Fighter auf uns, den er natürlich nicht trifft. So, und wie an der Lebensleiste von ihm liegt, haben wir ihn gleich. Musst du echt noch einen dritten auf uns werfen? Ich weiß ja, dass alle guten Dinge drei sind, aber ich will ja nicht gerade sagen, dass du schwer bist. So, und jetzt wird er gefinished, oder? So, jetzt werden wir ihn finishen. Ich wette mit Garantie, dass das wehgetan hat. Und ich sollte vielleicht mal die Taste drücken. Zeugen. Vernichte alle an Bord, die Imperialen und Kotas Leute. Wie ihr wollt, mein Meister. Ein exzellentes Duell. Proxy.
Ja, du hast mich überrascht. Das Trainingsprogramm ist doch schon Jahre her. Ich dachte, es wäre längst gelöscht. Ich hoffte, sie mit einem älteren Trainingsmodul zu überraschen, um sie endlich zu vernichten. Tut mir leid, dass ich versagte. Du versuchst es sicher weiter. Tu mir einen Gefallen. Locke mich nicht so weit in... Pilot ist eingetroffen, Master. Zugriff in alle Aufzeichnungen. Captain Juno Eclipse, geboren auf Korulak, wo sie als jüngste Schülerin aller Zeiten der Imperialen Akademie beitrat. Ausgezeichnete Kampfpilotin mit mehr als 100 Kampfmissionen. Befehlshaberin bei der Bombardierung von Kalos. Von Lord Vader zur Leitung der Staffel Schwarz 5 erwählt, später einer streng geheimen Mission zugeteilt. Liegt denn auch ein psychologisches Profil vor? Eigentlich ja. Es ist gesperrt. Oh, Master, ich kann Ihnen sagen, dass diese Frau sich nicht umprogrammieren lässt. Wisst ihr, warum ihr hier seid? Ja, der Befehl war klar. Das Schiff in Gang halten und dorthin fliegen, wo eure Mission hinführt. Wisst ihr, dass Vader den letzten Piloten vernichtet hat? Nein. Doch ich vermute, dass er Lord Vader Anlass dazu gegeben hat. Das tue ich nicht. Hoffen wir es. Ich bin es leid mit den Neuen. Was habt ihr mit meinem Schiff gemacht? Ich habe es mir erlaubt, die Sensoren der Rogue Shadow zu verbessern. So werdet ihr jedes Schiff im ganzen System ausspionieren können. Ihr seid doch Vaders Spion. Ihr müsst nichts über meine Missionen wissen, außer wo sie stattfinden. Wir müssen jetzt nach Nar Shaddaa springen. Bekommt ihr das hin? Na sicher. So, der Sohn von dem flüchtenden Jedi ist jetzt der Schüler von Darth Vader. Wie ihr ja schon mitbekommen habt. Und jetzt kommt eine kleine Trainingseinheit, wo ihr die Grundkenntnisse beigebracht bekommt. Ja, gut. Willkommen an Bord der Rogue Shadow Master. Ich habe diesen Trainingsraum erst kürzlich für Sie ganz persönlich eingerichtet. Hier können Sie den Umgang mit Machtkräften und Kampftechniken in mehreren Lehrprogrammen und Kampfmodulen erlernen. Gemäß Lord Vaders Anordnung sind sämtliche Module darauf programmiert, sie zu vernichten. Genau wie ich. Machtgriff ist eine Ihrer wesentlichen Machtkräfte. Ausgezeichnet. So. Benutzen Sie nun die gut. Beachten Sie, dass Sie sich nicht bewegen können, während Sie sich derartig konzentrieren. Benutzen Sie nun den rechten Stick, um das Objekt nach oben, unten, links oder rechts zu bewegen. Ausgezeichnet, Master. Demonstrieren Sie nun Ihre Beherrschung des Machtgriffs. So, das ist mit die einfachste Übung halt einfach die Grundkenntnisse. Für mich, ich kann sie ja schon, aber für diejenigen, die das Spiel zum ersten Mal spielen, ist das halt wichtig. Um ein Objekt aufzunehmen und zu werfen. Drücken und halten Sie die Grifftaste zu. Demonstrieren Sie nun Ihre neue Kraft. So, die armen Sturmtruppler, die tun mir leid. Genau, fokussiert die Kiste und nicht den Truppler. Ja, das geht ja schon mal gut los. Ja, jetzt habe ich keine Machtenergie mehr. Ich würde das jetzt mal einen klassischen Fail nennen. In der Testaufnahme hat das alles beim ersten Mal geklappt. Ich bin gerade echt zu blöd, diese Sachen zu treffen. Okay, ganz ruhig. Na endlich. Und damit ist das Training auch schon beendet. Roxy, gib mir das Ziel. Imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy.
Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt Diplomsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nashada eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Fahrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holo-Projektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen rausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladung auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. So, und jetzt spielen wir den wirklichen Charakter des Spiels, nämlich Starkiller, oder sein wirklicher Name Galen Merrick. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Meister Ram Kota, genau. So, die Tür ist natürlich aus Stahl, das heißt, sie braucht mehr Kraft. So, diese Holocons geben einem meistens ein Power-Up. So, das ist die Miliz von Ram Kota. Und natürlich, je stilvoller ihr die Gegner besiegt, desto besser Punkte bekommt ihr, um eure Machtkenntnisse bzw. eure Fähigkeiten zu verbessern. Darth Vader auch nicht konnte, was Starkiller aber kann, ist dieser kleine Machtsprint, was sehr Vorteil ist, was zum Vorteil hat, dass man viel schneller vorankommt. So, und als nächstes müssen wir hier diese Tür öffnen, wenn wir denn mal nicht mehr unter Beschuss stehen. So. Gut, dass uns die Sturmtruppen bzw. die Miliz gerade nicht treffen. So viel zu dem Thema. So, und dann sehen wir uns hier an dieser Stelle gleich wieder. Bis gleich.